Ja, ein Gegengift. Lag jetzt schon überall mal was rum? Bin ich an etwas vorbeigeschwommen? Will ich jetzt ja auch nicht gerade sagen, dass das nicht so sein. Hier muss es doch was Tolles geben, oder? Ich meine, das ist so ein einzelner Felsen. Da muss es doch irgendwas Spannendes geben. Irgendetwas wirklich Wertvolles. Ich wusste es. Ich wusste, es ist wirklich wertvoll, was es da gibt. Ich hab's gewusst. Ein Level 10er weibliches Carpador. Das findest du nicht überall. Muss man auch mal sagen. Ist sie tot? Jetzt steht sie. War sie tot? Hat sie gerade toter Mann gespielt? Doppelteam. Useless. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist Doppelteam ziemlich gut. Na, Mädel? Willkommen auf meiner Mini-Insel. Warum deiner? Clemens. Clemente. Clemente? Ich habe keine Ahnung. Für mich ist das Clemens. Funkensprung. Jetzt aber. Jetzt hauen wir drauf da auf die Alte. Komm, es ist öde, wenn das die ganze Zeit. Sowas mag ich nicht. Komm. Jetzt aber, wenn du jetzt wieder Schutzschild machst, ne, dann springe ich aber auf ein Fenster. Glück gehabt. Also das Fenster hat Glück gehabt. Das muss mein Körper nicht ertragen. Thanos erreicht Level 25. Aber wenn ich verloren habe, kriegst du meine Insel nicht. Oh Gott, Gesichtschirurgie, ey, ganz ehrlich, sorry, aber boah. Was war das denn, ey? Muss man so aussehen? Das war's? Mehr gibt's nicht? Okay. Na gut, dann können wir, denke ich mal, jetzt diese Prüfung machen, wa? Los, Alabras! Episch. Okay, Prüfung, ich komme gleich. Wir gehen natürlich nochmal ganz kurz unsere Pokémon heilen, weil, naja. Ihr wisst schon, warum. Leider bin ich ein bisschen müde. Was ist das? Rosa Nektar. Leider bin ich ein bisschen müde, weil ich komme von der Arbeit. Dann habe ich gerade eben noch Yu-Gi-Oh! Aufgenommen und jetzt nehme ich Pokémon auf, damit heute vielleicht auch noch die Folge rauskommt und alles. Das Leben ist so hart. Deswegen bin ich ein bisschen müde und ein bisschen schweigsamer. Als sonst vielleicht. Aber ein bisschen können wir ja noch spielen. Ich will nicht immer nur 20 Minuten aufnehmen, ehrlich gesagt. Ich will eigentlich mal ein bisschen durchzocken. Aber wenn man Vollzeit arbeitet, ist das Ganze nicht immer ganz so einfach. Besonders wenn man dann aus dem Urlaub kommt und sowieso voll demotiviert ist. Und man hier Freitag, Samstag arbeiten muss, obwohl man den Rest der Woche und die Woche davor Urlaub hatte, weißt du? Das ist schon ein bisschen kacke. So. Ich krieg's nicht mehr hin mit dieser Taste. Ich weiß es nicht, warum. So, wir setzen Martin wieder an erster Stelle, weil, naja, er muss noch ein bisschen was können. Er muss noch ein bisschen was. Er muss noch. Da oben ist Magma. Hallo, Magma. Wenn du dir nicht den Tanz von Captain Kerber anschaust, verpasst du etwas. Na los, aber mit dir in der Vella Vulkanpark. Du wirst es nicht bereuen. Okay. Ja, Mama. Mach ich, Mama. Vella Vulkanpark. Ja, mach mal Tauros. Ich kann schon sagen, geht das nicht mehr oder was? Das hat mich jetzt aber auch nicht weitergebracht, oder? Kriegen wir hier irgendwelche coolen Feuer-Pokémon? Nein. Es ist Tragosso. Wenn lieber den Schädel seiner toten Mutter auf den Kopf trägt, als Erinnerung. Ein Heulding. Sich stelle ich mir Tragosso voll nervig vor. So als Pokémon selbst zu besitzen, so im echten Leben, weil man ja im echten Leben auch so viele Pokémon hat. Aber stelle mir echt nervig vor, wenn es die ganze Zeit nur quengelt und nach Mama ruft. Was ist denn das da? Molunk. Okay, was zum Teufel ist das? Ja, es ist ein Molunk, ja. Das habe ich begriffen, aber. Lockduft.
Okay, das Pokémon sieht irgendwie komisch aus. Hypertrank. Sollte mir auch mal angewöhnen, gegen diese Pokémon zu kämpfen, oder? Jetzt mal, wenn ich mich frage, was das ist, sollte ich vielleicht auch dagegen kämpfen. Ah! Ein Trainer auf Inselwanderschaft. Zeig mir dein Pokémon. Ich will Fotos machen. Schrei mir nicht an. Oh Gott. Urlauberin Babsi. Oh Gott, Babsi ist so Gott, Babsi. Babsi hieß mal ein Bernardiner aus meiner Kindheit. Der hieß Babsi. War das ein weiblicher Name? Vor allem war süß, der war schon ganz alt, als ich ihn halt kennengelernt hatte. Ich kannte ihn nur so um die 1-2 Jahre oder so. Und da war ich auch ganz, da war ich noch richtiger Knirps. Da habe ich die Größe von Mauzi gehabt. Aber an den Hund kann ich mich noch erinnern. Der war immer ganz faul, der ist nie aufgestanden. Aber man konnte immer zu ihm hingehen und ihn knuddeln. Das war so ein riesiger Bernardiner gewesen. Okay, aber wirklich so riesig war, weiß ich nicht, weil wenn ich so groß bin wie Mauzi, dann ist selbst ein Käfer für mich riesig. Guten Tag. Hallo, ich bin einer der drei Vulkanschwestern. Und obendrein noch die süßeste. Durch diesen Tunnel gelangst du zum Gipfel des Vulkans. Mhm. Ist das jetzt schon die Prüfung? Hi. Ich gratuliere dir zum erfolgreichen Aufstieg. Lass mich dein Team für dich wieder fit machen. Dankeschön. Das ist gut. Wenn du dich wieder an den Abstieg machst, nimm doch den Tunnel. Gleich hier. Ist kürzer. Wenn du dich die Feuerprüfung stellst, empfehle ich Pokémon mit dem Typ von Wasser, Gestein oder Boden. Ein Gegengift. Oh, da bin ich mal gespannt, was hier das Hardcore-Fee ist, wa? Oh, können wir da runter? Können wir sogar. Oh, lass uns das einfach mal machen. Ein Leichtstein. Kein Lichtstein, ein Leichtstein. Hüpf. Und hüpf. Hallo, ich bin eine der drei Vulkanschwestern. Und um drei noch die schönste. Hier geht's zur rechten Seite des Vulkans. Faszinierend. Tag. Vulkanschwester, die reizendste. Okay, du reizt also einen die ganze Zeit. Schön. Ist auch schön, gereizt zu werden. Okay, das brauche ich nicht besiegen. Dratiri ist jetzt nicht so, ne? Das waren Zeiten. Gar nicht so lange her. Das beste Team, was ich in Pokémon jemals hatte. Hallo. Ja, dann zeig dir mal mein Elite-Kadabra, eines echtes Ass-Trainer. Okay, ich denke mal, er hat ein Kadabra. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Du hast ein Kadabra, oder? Sag die Wahrheit. Toll. Verarsch mich ruhig. Erzählt hier was von Kadabra, weißt du, und wirft das Ding drin. FMM. Haben wir aber trotzdem irgendwas, was sehr effektiv ist. Feuer-Odem. Nein, nicht Superschall. Martin mag das nicht. Ein Noffelet. Verwirrt ihn immer. Aber nicht zu doll. Überlebt auch noch. Süß. Komm, du hast noch gar keine Flügel da, das kleine Dinger da. Aua. Warum, Martin? Warum? Dead. Bei Daylight. Oh, okay, ich werde echt müde gerade. Was kommt, wenn man den ganzen Tag durcharbeiten muss? Echt nervig. Arbeiten gehen ist echt scheiße. Okay, ich habe ein bisschen Angst vor dem Kadabra. Vor allem, weil ich weiß, dass es sowieso vor mir an... Ups. Weil es sowieso vor mir anfangen darf. Hau ich mal gleich Heilung rein, um zu sehen, was da jetzt überhaupt für eine Technik macht. Wenn er jetzt hier gleich Psycho, Strahl oder sowas, was weiß ich, denn... Aua. Sag ich doch, das Ding ist nämlich stark. Kadabras sind so unsagbar starke Viecher. Unsagbar stark und dürfen immer als erstes. Furienschlag! Tut auf jeden Fall... Toll, und die... Ah, Katzkrämpfe! Entschuldigung, aber... Katzkrämpfe, wirklich, weil...
Weißt du, wehrt die Attacke ab. Das darf es nicht geben in Spielen. Nur wenn ich das mache. Also nur wenn... Oh Gott, ich weiß jetzt... Oh Gott, wir sterben. Wir schaffen sein Kadabra nicht, ne? Ich habe das Gefühl, dass entweder unsere Pokémon die totalen Fruffels sind. Oder der Gegner hat in letzter Zeit immer richtig... Oh, warte mal, warte, warte. Nein, ich will die Z-Kraft machen. Also es fühlt sich immer so an, als ob wir über ganz, ganz Probleme haben. Ich will trotzdem nochmal die Z-Kraft machen. Ups. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, was wir da machen. Geht das auf die Z-Kraft? Nee, ne? Blubstrahl. Ich wusste gar nicht, dass es zwei hat. Was machen wir jetzt? Erhöht sich in Z-Kraft. Ja, ja. Super Wassertornado. Bäm. Na, stirb! Okay, man kann auch übertreiben mit den, wie das aussieht. Just saying. Also Psycho-Pokémon tun uns noch extrem doll weh. Die tun uns wirklich weh, Psycho-Pokémon. Gehen wir ganz kurz zurück. Oh, warte mal, wir kommen hier nicht hoch, ne? Warte mal, ganz kurz zurückgehen, aber wir kommen da ja gar nicht hoch. Okay, dann nutzen wir... Schon wieder die falsche Taste. Dann nutzen wir Beleber. Wir haben ja noch 10. Und wenn wir immer welche geschenkt bekommen, ist alles gut. Nee, aber gegen Psycho-Pokémon habe ich das Gefühl, haben wir noch ein ganz, ganz großes Problem. Ich habe das Gefühl, dass wir da einmal sterben bei Psycho-Pokémon. Das Gefühl, dass die uns am meisten Probleme machen. Zumindest Martin, aber Martin hat ja auch keine sehr hohe Spezialverteidigung. Und wenn er dann sowas wie Psy-Strahl macht, als, ne, dann ist natürlich auch High Life. Steigen wir mal ganz kurz ab. Okay, dann machen, müssen wir vielleicht doch so machen. Kommen wir so nicht hin mit unserem dicken Tauros. Fettgrab. Das sind alles keine guten... Hä? Was ist R? Was ist R? Was ist... Ich weiß nicht mehr, was ist R? Achso, Kamera. Ah ja, Foto. Nein, 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 nein. Oh, guck mal, ein Magpie. Interessiert mich nicht. Interessiert mich halt einfach. Interessiert mich nicht. Wenn da ein Berg ist, muss ich ihn erklimmen. Als Wanderer kann man eben nicht anders. Oscar. Okay, haben wir eigentlich irgendwas, was gut ist gegen seine Poxys da? Nicht wirklich gerade, ne? Also so jetzt aus dem Kopf, glaube ich nicht wirklich. Könnte natürlich alter Feuerodem mal versuchen. Kann man machen, ist paralysiert, also alles gut. Auch wenn es nicht mördermäßig war vom Damage her, aber macht nichts, es ist Damage. Schon mal nicht sehr effektiv. Also nicht sehr, also ne? Es ist normal. Wie sieht es eigentlich aus mit Martin und Level Up? Was? War es das schon? Oh, Entschuldigung, ich dachte, du hast mehr Pokémon. Entschuldigung, du hast ein Blatt auf der Schulter. Ich dachte, der hätte mehr. So ein Kiesling ist ja ein bisschen, ne? Dragon Quest 11. Kommt übrigens auf die Switch. Und wenn ihr es nicht selber spielen wollt, ich habe Dragon Quest 11 gespielt und es ist geil. Wow. Wirklich schamlos Werbung für Dragon Quest 11 hier machen? Die Dragon Quest ist aber auch einfach ein geiles Spiel. Muss man auch einfach so sagen. Komm her. Wir kommen ganz nach unten, oder? Oh, meins. Feuerheiler. Ich frage mich, habe ich damit Feuerheil? Du bist jetzt die schönste, ne? Die süßeste. Ja, ja. Schmeckst auch so. So. Jetzt sind wir ganz oben. Das war die Abkürzung. Wir gehen heilen und dann können wir... Können wir jetzt endlich loslegen, wa? Ja,
Herrscherbereich. Ich weiß nicht, was er will von uns. Oh Gott, der Typ sieht aus. Ich habe die Stimme vergessen. Ich bin Kiawi. Zusammen mit meinem Knogger halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Also meine Prüfung. Weißt du, damit verhält es sich ein klein wenig anders als mit den anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich ihr natürlich trotzdem stellen. Stimmt's oder habe ich recht? Klar. Die Prüfung beginnt. Meine Prüfung fordert vor allem eins, eine gute Beobachtungsgabe. Oh Gott, nein. Er tanzt und wir sollen sagen, was er macht oder wir sollen es nachmachen oder... Oh nein, bitte nicht. Du sollst mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänze jeweils unterscheiden. Schön, möge meine Prüfung beginnen. Ich möchte jetzt sterben. Oh, die sehen aber cool aus. Was Knocker Link? Das da. Na, sowas. Das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Knocker. Knocker. Das war's? Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was abgeht. Was ist das für ein cooles Knocker? Das sieht total stylisch aus. Ach sorry, das hat mega Stil. Was ist das? Ist das das Alola-Knocker? So für ein stilvolles Knocker. Schlippedisch. Ah, jetzt mal ernsthaft, du siehst echt keine Wirkung? Ist ein Geist? Bist du ein Geist-Pokémon? Gut, wenn du Geist bist, könnte Biss ja ganz gut helfen. Habe ich jetzt aber auch leider erst begriffen. Okay. Tastflug von... Hey. Katsch. Jetzt können wir Biss nicht mehr einsetzen. Ich meine... Es ist tot, ist egal. Okay, das Knocker hatte voll Stil. Es war voll der Stil, voll Knocker. Das Knocker war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Es hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Und weiter geht's. Tanz Nummer 2. Oh Gott. Was ist denn für eine Fotobomb? Was ist denn das für eine Fotobomb? Und was ist? Kann ich es nochmal sehen? Entschuldigung, jetzt habe ich ja auch ein bisschen. Der Mund. Der Mund von dem Typen, der da so ringuckt. Der ist nämlich jetzt offen. Mund. Na sowas, das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Wanderer. Alola! Keine Ahnung, was hier abgeht. Der Typ ist Psycho. Wanderer fordert mich heraus. Magma, schön. Ist das cooles Pokémon. Die Entwicklung davon hat auch noch so unsagbar viel Stil. Die werden wir aber wieder nie bekommen. Weil wir nicht tauschen können. Ich kann es kaum erwarten, tauschen zu können. Oh, das wäre so schön. Oh, das wäre so schön. Oh, es gibt so viele geile Pokémon, die man... Oh, Mann, ey. Es gibt so viele geile Pokémon, die man sich schnappen kann. Und da freue ich mich schon echt auf Mitte November, wenn wir dann wirklich Schild oder Schwert spielen. Das wird super. In your face! Ah, überlebt er auch noch. Muss ich aber mal ganz kurz heilen. Hat Supertrank nicht damals mal 50 nur geheilt? Heilt das jetzt 60? War das nicht damals 50? Klärsmog, also bitte.
Tut mal weh. Brenne. Bin ein heißer Dude. Kopfnuss. In your face? Keine Ahnung. Flammenkörper. Natürlich. Müssen natürlich auch noch brennen. Das sollte 4 EXP geben. Oh, warte mal. Das können wir ja sogar wegmachen. Stimmt. Stimmt. Können wir wegmachen. Und Level up. Ja, Spezialverteidigung von 21 ist aber echt scheiße, ne? Schaust du den anderen Game beim Tanzen zu? Nein, ich weiß nicht, wer du bist. Bitte geh weg. Du hast ein Blatt auf deiner Schulter. Komm, ich mach dein Auerbubu weg. Oh, brennst du? Oh. 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 Ja, es freut sich, als sie nicht mehr brennt. Ich meine, jeder freut sich, wenn man nicht mehr brennt, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Jeder würde gerne nicht. Der Wanderer war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Er hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Kommen wir nun zum letzten Tanz. Steht plötzlich ein Knogger. Das Herrscher-Pokémon, das Pokémon.